Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Lizanne's Gaming Place und Part 22, 21 unserer Reise durch die Gala-Region in der Geist, vermutlich Geist-Arena von Passbeck. Mal schauen, ob wir heute bis zum Arena-Leiter kommen und ihn besiegen können oder sie. Ich weiß ja immer noch nicht, wer der Arena-Leiter ist, aber wir tauschen jetzt hier mal und holen George nach vorne. Bis jetzt du auch bist. FM? Ja. Du hast Überheblichkeit und du bist und du hast nichts. Aber wir können Eva noch vorholen. Vielleicht sogar vor George, weil Eva hat niedrigeres Le Level. Dann kann Eva nämlich noch ein wenig leveln. Und Remus. Du hast das höchste Level. Mit auch im Team eins der höchsten Level. Und dann probieren wir mal unser Glück, ob ich es diesmal besser hinkriege. Kriegst denn in die falsche Richtung jetzt? Oh. Das ist echt. Ah, Scheiße. In welche Richtung muss ich denn drehen? Nein, die andere. Die andere. Dreh doch! Warum geht das denn nicht? Doch rum. Ah! Meine Dreck. Nein, komm noch, Mann. Versuch's wirklich, ich versuch's. Ja. Yes. Mein Gott. Ich hoffe, da kommen nicht mehr so viele so Rätsel. Sonst ist mein Finger wirklich K.O. Da kommt, glaub, hoffentlich kommt nur noch danach nur noch eins. Ich glaube, das ist die größte Challenge an der ganzen Arena. Hä? Krass! Corazon hat auch eine Galaform bekommen. Ich wollte gerade sagen, Corazon ist doch kein Geist-Pokémon. Corazon ist doch Wasser. Wassergestein. Oh, ist das jetzt Geistgestein? Gruselig. Ich vermute. Richtet natürlich gut Schaden an, Pokémon. Krass, wie Corazon aussieht. Das dürfte jetzt nicht. Weiß nicht, wie viel Schaden das anrichtet. Eigentlich. Na toll, Angriff steigt, Verteidigung steigt. Ja, steigt einfach alles. Kann auch was sinken. Beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall Ding senken. heilen meinte ich nicht senken. Heilen. Nee. Scheint auf jeden Fall doch kein Gestein zu sein. Supertrank einsetzen. Weil sonst hätte Aquanare mehr Schaden angerichtet. Ich glaube, Corazon könnte tatsächlich ein Problem werden. Ja gut, Aquanara bringt ja eh nichts, solange du mir Biss nicht aussetzen lässt. Ah, so kann man Verteidigung sinken. Senken. Wenn man es angreift. Dieses Pokémon macht
Nein, 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 nein. Dieses Pokémon macht mir tatsächlich Sorgen. Remus, bitte, du musst Corazon besiegen. Corazon macht mich fertig. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nein! Ach, ich Idiot! Jetzt habe ich auch noch die falsche Attacke gewählt. Schön, dass Angriff steigt, aber es bringt uns halt nichts, weil wir wahrscheinlich jetzt die zweite Attacke nicht überleben. Ah, Aussetzer, gut. Dann können wir Clownwitze nicht mehr einsetzen. Das ist nicht schlimm, weil wir jetzt die Überheblichkeit einsetzen. Arsch! Flickst und zugenäht. Bitte überlebt noch einen Angriff. Noch einen Angriff. Oh, nein! Dieses Corazon. Das ist echt. Wir hatten hier noch Eva, aber Eva überlebt auch keinen weiteren. Egal, was du jetzt tust, aber bitte one-shot es. Nein! Wir haben überlebt. Ja! Oh, dieses Corazon. Ich hoffe, die Arenaleiterin hat keins. Wir müssen es ganz schnell loswerden, ey. Das hat mich jetzt echt viel Nerven gekostet, dieses Vieh. Ich vermute, dass es Ge Geistgestein oder so ist. Haben wir noch irgendwo einen Beleber? Wir haben hier noch so einen Top-Beleber. Damit halten wir jetzt mal Remus wieder auf. Dann haben wir hier noch einen Beleber, mit dem wir George aufheilen können. Und dann haben wir noch Supertränke gekauft. Einmal für die Eva. Einmal für George. Und einmal für den Severus. Und dann steigen wir hier mal ein. Oh, halt, wir hätten jetzt in die andere Richtung gemusst. Hä? Müssen doch da drüben hin. Da kommen wir nicht weiter. Ach, das war aber lieb. Ein Trainer noch zwischen mir und dem Arenaleiter. Alpollo. Das gute alte Alpollo. Das dürfte, wenn es jetzt hier nicht auch einen neuen Typ-Kombi bekommen haben, nicht so. Hoffen wir mal nicht so das Problem werden. Ja, wir können ja eh nicht fliehen. Witzbold. Witzbold mit deinem Horrorblick. Oh. Gehen jetzt die Taktik und hoffen, dass er auf eine andere Attacke geht. Und wir dann wieder einmal angreifen können. Gegenstoß.
Vielleicht langs. Wenn er keinen Crit kriegt, also keinen Volltreffer, dann müssten wir. Ja, gut, er setzt Nachtnebel ein. Gut. Wie gesagt, hätten wir, wenn wir einen Crit gekriegt hätten, also einen Volltreffer, dann wären wir weg. Mann! Was gibt's das? Jetzt hat er die Attacke überlebt. Der setzt jetzt bestimmt auch einen super Trank ein, ey. Dass mir Geist-Pokémon mal so viel Ärger bereiten können. Aber ich muss schon sagen, die sind echt stärker geworden, als sie früher waren, die Arenaleiter. Die haben mir noch nie so viele Probleme bereitet. Ich fand so die ersten zwei, die waren ja voll easy. Die hatte ich ja sofort besiegt. Ich hoffe, der hat nicht so viel Nachtnebel. Hatte ich ja sofort so easy beasy besiegt. Und jetzt denke ich mir nur auf. Ja Gott. Mann, wieso setzen die immer Nachtnebel ein? Das Ding ist halt, ich überlebe keine zwei Nachtnebel. Jetzt was. Ah ja, Gegenstoß ist okay. Gegenstoß dürfte. Wieso macht Gegenstoß jetzt auf einmal auch so viel? Wir kommen so nicht weiter. Wir verbrauchen hier nur. Vielleicht trifft er diesmal mit Gegenstoß nicht so viel Schaden. Ja, gut. Alpollo ist besiegt. Mit einem Volltreffer. Ach komm. Ich hätte nicht sagen sollen, dass Alpollo. Hat aber immerhin 4 Punkte gebracht. So einfach zu besiegen ist. Und George erreicht Level 32. Und Sarah auch. Wer kommt jetzt? Trifft Zeppelin. Trifft Zeppelin. Trifft Zeppelin. Wir könnten es versuchen mit Felsgrab. Zeppelin ist ja Fluggeist. Wenn ich mich nicht. Wenn er mich nicht ganz täuscht. Ich glaube, wir können auch mit Biss versuchen, aber wir versuchen es, glaube ich, erst mit Felsgrab. Ich meine, es könnte vielleicht helfen. Wir probieren einfach mal, wie viel Felsgrab ausmacht. Oh ja, fast perfekt. Und die Initiative geht runter. Das heißt, wir dürfen nachher auf jeden Fall als erstes. Oh. Angreifen. Oh gut, Gott sei Dank richtet das nicht so viel Schaden an. So, jetzt noch einmal Biss, dann müsste es down sein, trifft Zeppelin. Leute, Leute, Leute von heute. Remus Level 34 und was er versucht, Bohrschnabel zu lernen. Statt Klauenwälze könntest du das mal. Ich finde zwar manchmal so Attacken, die boosten gut, aber an sich das bin ich einfach schnell das Pokémon loswerden, weil es könnte sich ja sonst auch boosten und ach, das will ich dann nicht erleben. Ich erkenne die Wechselwirkungen der Typen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was Corazon für einen zweiten Typ hat. Also es muss noch einen zweiten Typ haben, sonst hätte Geist mehr an, hätte Unlicht mehr angerichtet. Speichern. Ziel erreicht, du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Und hab dafür 14 Minuten noch, also mit dem von gestern locker 16 Minuten oder so gebraucht. Ich glaube, das ist, ja, das ist der da. Das ist mir jetzt gerade so wieder gekommen, wo der Geist, dieser komische Typ, wo so gruselig aussieht, das ist bestimmt. Ich bin Nio. Fangen wir an. Gerade sagen, das ist bestimmt Nio. Das sieht doch gruselig aus. Der sieht aus, als wäre er vom Geist besessen oder so. Makabaya! 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 Makabaya!
Versuch mal, Kabayar loszuwerden, so schnell wie möglich. Oh. Seine Pokémon sind einfach schon auf Level 34. Ja, ich weiß, ich könnte Eva jetzt auffallen oder so, aber ich glaube nicht, dass mir das jetzt in dieser Situation was bringt, weil Makaba, ja, ich sehe schon, ist mir auf jeden Fall zu stark. Versuchen es mal mit Wasser. Vielleicht richtet Wasser mehr Schaden an. Das ist nämlich Gestein. Ist definitiv Gesteingeist. Scheiß Bürde, die macht mir zu schaffen. Oh gut, die richtet bei ihm nicht so viel Schaden an. Nicht auf jeden Fall gut. Und das erste Pokémon ist down. Makabaya. Jimmy erreicht Level 33. Eva wurde ja schon besiegt, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wieso hat Eva keine Punkte bekommen? Gorgason. Oh, oh, oh. Oh, bitte nicht. Stimmt, Corazons Weiterentwicklung. Ich ahne Schlimmes. Dann probiere ich jetzt die. Ah, nee, doch nicht. Doch nicht. Wir müssen so durchkommen. Weil der wird sich ja auch die Dynamax einsetzen. Okay. Das hat mehr Schaden angerichtet, als ich befürchtet hat, weil ja Corazon war ja so knackig. Oh, dafür macht Bürde aber auch ordentlich Schaden. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir zuerst dürfen und mit Biss es K.O. schlagen. Ja! Und jetzt müssen wir raus, um ihn zu heilen und dann. Oder unser Remus erstmal reinhauen. Mimikma! 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 Du musst Mimikma raushauen. Ich verlasse mich auf dir. Wir müssen, auf dich. Wir müssen hier jetzt taktisch vorgehen, Remus. Ich hoffe, jetzt ist dieses Mimikma nicht 36. Ah ja, gut, deswegen ist es auch 34. Mimikma, Überheblichkeit, komm. Haus weg. Oh, das boostet. Siehst du, es fängt schon an, sich zu boosten. Und umso schneller wir es weg haben. Umso besser. Richtet auch gut Schaden an. Scheiße! Was setzen wir denn ein? Pflücker? Ah, stimmt, es hat noch Typ Fee, glaube ich. Ich wusste, es hat noch irgendeinen Typ, der uns Probleme bereiten wird. Ich kann halt auch nicht rauswechseln, weil ich muss davon ausgehen, dass es das nächste Pokémon K.O. schlägt. Ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich möglichst viel Schaden rausrotze mit Remus und dann auf Nitro-Ladung und mein Feuer-Pokémon gehe. Und hoffe, dass ich damit viel noch anrichten kann. Und dann nachher auf George und das letzte Pokémon mit George K.O. Schlag. Nitro-Ladung ist ja immer so ein wenig meine Geheimwaffe im Zweifel gewesen. Oh, Schlitzer richtet aber gut Schaden an. Aber wir haben es. Wir haben es. Nur noch ein Pokémon. Wir können es schaffen. Wir
können Nioh besiegen. Und Georgia erreicht Level 33. Ganger. Mit Ganger habe ich jetzt irgendwie nicht so gerechnet. Ah, Mist, Georgia ist halt immer noch schwach. Aber vielleicht überleben wir eine Attacke von Ganger. Halt jetzt die Frage. Wir setzen erstmal einen Supertrank ein und hoffen, dass er uns, wenn er in der Gigamax-Form ist, nicht besiegen kann. Mit einer Attacke. Spucksperre. Was wie Wegsperre? Was heißt das? Oh je, Mine. Wir haben verloren. Wie sollen wir das denn nur besiegen? Außer wir setzen Jimmy ein. Jimmy kann ihn zwar nicht an. Wir setzen Sarah ein. Heilen George auf. Hoffen, dass Sarah genug Zeit hat, dass wir George komplett auffallen können mit Beleber und Trank. Und dann tun wir George Geimer-Maxen. Und dann kriegen wir Ganger schon hin. Ich mag. Nein. Leider nur eine Attacke überlebt. Aber immerhin ist ein Wirbelsturm drauf. Kriegt wenigstens einen Menge Schaden. Dann hole ich jetzt. Ah, wenn ich wüsste, was ich jetzt mache. Wir holen jetzt Severus raus, weil Severus ist zwar auch ziemlich down, aber wir brauchen jetzt Severus als Notfall, damit wir Ding auffallen können. Wir spielen ja nicht. Also das können wir vergessen. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich Schwert mal als Nuzlocke noch durchspiele. Oh je. Dann Brustmahlzeit. Dann komme ich bis zu dem und dann ist es vorbei. Also bei dem muss ich dann aber overleveln, Mords. Also der hat echt. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass George ein paar Attacken ristet. Sonst haben wir verloren. Ja, Ganger wird klein und jetzt setzen wir die Dynamax ein. Geil. Pass auf, und wir kriegen ja tatsächlich keinen Schaden durch den Sandsturm. Wir setzen Dynamax, Deiner Dunkel ein. Jetzt sind wir nämlich im Vorteil. Jetzt werden wir nämlich groß. Und bei ihm hat er kann es nicht, glaube ich, wenn ich es richtig, wenn ich das System richtig verstanden habe, kann man es nur 3 Runden und dann nicht mehr einsetzen. Das heißt, wir sind jetzt groß. Haben jetzt diesen Boost und zusätzlich kriegen wir keinen Schaden durch den Sandsturm, weil der Sandsturm eben, ja, dürfte, weil wir ja Gestein sind, dürfte der Sandsturm uns auch nichts machen. Und wir haben es geschafft, Leute, ey. Ich habe echt gedacht, den schaffe ich jetzt halt beim ersten Versuch. Ich war überzeugt, dass wir den nicht besiegt kriegen, ey, aber 4 Pokémon wurden besiegt in dem Kampf gegen den, ey. Puh. Super, George, wir haben es geschafft. So stark bist du also. Vor Schreck wär mir fast meine Maske runtergerutscht. Wow. Du bist zu stark für mich. Hier der Geistorden.
Weiß nicht, ob ich dem Typ die Hand schütteln wollte. Das ist mir gruselig. Du kannst jetzt alle Pokémon bis Level 40 fangen. Mach weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Niohlis. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir dieses TM. Bitteschön. Bürde. Bürde hat mir sehr viel Kraft gekostet und sehr viel Nerven. Und als Andenken ein unserer Uniformen. Du dir verdient. Nur weiter so, Liz. Den Geisterorden hast du dir verdient. Danke. Ich höre. Danke. Also der war jetzt echt. Mann, es gibt immer noch keine Hyperbälle. Wollte er mich verarschen, aber immerhin kann ich jetzt Hypertränke kaufen. Wir kaufen mal 11. Nach der Arena bin ich überzeugt, dass ich's brauchen werde. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon wieder bei unserer Standardzeit ungefähr. Ich würde sagen, dann hören wir heute wieder auf mit der Folge. Und wenn ihr gern noch weitere Folgen sehen wollt, dann schaut mal an die Playlist von unserer Reise. Da könnt ihr alle Folgen nochmal anschauen. Und sonst verlinke ich euch rechts noch zwei Videos. Und ihr könnt auch gerne meine anderen Videos auf meinem Kanal des Ends Gaming Place anschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab euch lieb, eure LA.